Moin Moin und Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, dass es zwei Arten des Uhrlesens gibt. So, wir haben eine Uhr. Wir haben oben die 12 Uhr, da unten die 6 Uhr, hier rechts haben wir die 3 Uhr und hier haben wir 9 Uhr. So. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn Viertel vor ist, Viertel vor. Sagen wir jetzt mal Viertel vor 12, dann gibt es einmal die Lesart Viertel vor 12 und es gibt die Möglichkeit zu sagen Dreiviertel 12. Gesundheit. Das bedeutet nämlich, es gibt zwei unterschiedliche Schreibweisen, sondern Sprechweisen. Folgendes ist, wenn wir Viertel nach haben, gehen wir wieder von 12 Uhr aus, dann haben wir Viertel nach 12 oder Viertel 1. Wenn wir dann 12.30 Uhr haben, dann haben wir entweder 12.30 Uhr oder halb 1. Wenn wir dann Viertel vor 1 haben, wenn wir dieses System jetzt weitergehen, sagt man entweder Viertel vor 12 oder 3 Viertel 1. Das heißt also, ihr müsst die Uhr euch vorstellen wie ein Pizzastück. Ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel, vier Viertel. Das heißt also, Viertel, halb, drei Viertel. Okay? Wo kommt diese Sprechweise vor? Wir gehen mal rüber, schauen uns Deutschland an. Und in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg und einzelne Teile von Bayern wird das Dreiviertel und Viertel gesprochen. Und in restlichen Bundesländern, in diesem Teil und diesem Teil, sagt man Viertel nach, halb, Viertel vor. Die Unterschiede der Uhrzeiten zwischen Viertel vor und Dreiviertel. Das heißt also, wenn wir eine Uhr haben, hier gehen wir mal auf unsere Uhr hier. Uhr, jetzt hätten wir 8 Uhr. Und wenn jetzt in Paris ist jetzt gerade kurz nach 12. Wenn wir jetzt aber dann hingehen und haben Viertel nach 12, dann ist dies Viertel 1. Halb 1 wäre halb 1. Viertel vor 1 wäre 3 Viertel 1. Das müssen wir uns also merken. Ein Viertelweg zu der nächsten Stunde wird es in Mitteldeutschland gesprochen und im Westdeutschland ist das sozusagen anders. Dann sagt man halt 3 Viertel vor. Und wenn man dann Viertel vor sagt, ne, ist Viertel vor. Und drei Viertel ist das Gleiche. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.